Auftakt der EDR-Sommergespräche mit Kreislandwirt Martin Vollbracht in der Trekkingstation Giebrichhausen. Martin Roland, Kreislandwirt, wie lange versuchen wir den Termin auf die Reihe zu kriegen? Ich glaube, seit meiner ersten Benennung. Ja. Das ist jetzt 2,5 Jahre her. Ja. Naja, das gut, dann ja kam Corona dazwischen und ja, natürlich, genau. Wenn man als Kreislandwirt neu im Amt ist, dann sind viele Termine, man muss sich einarbeiten. Das ist so. Und Hobbylandwirtschaft hast du auch noch nebenbei. Und man kann ja nicht alles Frauen und Kindern überlassen. Ja, wir versuchen von dem Hobby zu leben. Was, was schwierig ist, ja. Also das mit dem Hobby war natürlich ein Scherz. Ja. Martin, wenn wir über Landwirtschaft reden, dann können wir hier 2 Wochen locker verbringen und haben noch nicht alle Themen erschöpfend ausgearbeitet. Deswegen würde ich mich gerne hier auf den Landkreis Waldeck-Frankenberg begrenzen. Ja. Und unser Kreis ist der flächenmäßig größte. In Hessen. Ja. In Hessen. Mhm. Wenn du also hier von Giebrichhausen nach Hatzfeld fahren willst, dann hast du mal locker 100 Kilometer auf der Uhr. Unsere Nord-Süd-Ausdehnung sind 120 Kilometer. Ja, je nachdem, wie man fährt, 125. Ja. Also ich selber brauche ja von ziemlich mittig im Kreis Altenlothar ein bisschen hoch, rund 45 Kilometer. Ja. Hm. Aber wir haben eine ganz gute Straßen und es klappt eigentlich auch. So vielfältig wie unser Kreis ist, Martin, das spiegelt sich auch in der Landwirtschaft wider. Definitiv, ja. Wir haben im Nordkreis, das ist der Waldecker Kreis, wir sind hier in Diemelsee, in einem Ortsteil in Giebrichhausen. Wir haben hier im Nordkreis größere Betriebe, im Südkreis wenig größere Betriebe, viel kleinere, viel Nebenerwerbslandwirte, ja. Geschichtlich bedingt. Ne? Ja, Realteilungsgebiet. Ja, und hier im Nordkreis ist, wer sich für Geschichte interessiert, das sächsische Erbrecht das vorrangige gewesen. Das galt noch in den 70er Jahren oftmals. Das heißt, einer kriegte den Hof, das Land blieb zusammen und der Rest wurde ausgezahlt. Genau. Und in früheren Zeiten ging man dann halt als Großknecht auf irgendeinen Hof oder musste sehen, dass man gut beigefriget hat. Ja, bei uns hieß es dann immer, der Älteste, der wird Landwirt, wobei das bei unserer Familie andersrum ist. Ich bin der Zweite. Einer wird Pfarrer und einer wird Förster. Ja, ja. Ja, und im Südkreis wurden halt die Erben immer geteilt. Auch die Frauen waren da erbberechtigt, sodass die Landschaften immer kleiner wurden. Der Landwirtschaft geht es nicht gut. Das ist richtig. Jetzt muss man sagen, der Landwirtschaft ging es eigentlich noch nie gut. Wir sind in der Produktionskette eigentlich immer das schwächste Glied. Das ist unser Problem. Ob das nun in anderen Zeiten war, wo die Lehnsherren oder die Kirche ihren Zehnt haben wollten, die Industrialisierung hat der Landwirtschaft doch zwar die Mechanisierung gebracht, aber und darauf berufen sich heute viele Landwirte. Wir ernähren heute mit einem Landwirt 7 Leute. Früher haben wir mit wesentlich mehr Leuten weniger ernährt. Also wir ernähren mittlerweile sogar bis zu 150 Mitbürger. Ja, also früher waren ein Landwirt 7 und heute 150. Nichtsdestotrotz, auch im Waldeck-Frankenberg, für die Landwirte, in vielen Bereichen haben wir eine Überproduktion. Ja, wir hatten eine Überproduktion. Das ändert sich gerade, glaube ich, massivst. Ich habe mich mit dem Vorsitzenden des Hessischen oder dem Präsidenten des Hessischen Bauernverbandes mal darüber unterhalten. Und der sagte, wir hier in Hessen als Beispiel sind in keinem Bereich mehr in der Lage, uns selbst zu ernähren. Okay. Ob das Obst und Gemüse, ob das Milch ist, ob das Fleisch ist, ob das Getreide ist. Nun haben wir ein sehr großes Rhein-Main-Gebiet, was natürlich ziemlich viel Nahrungsmittel auch nachfragt. Ja. Ja, gut. Gemüse, Hessen war noch nie Gemüseland, vielleicht die Südhessen, aber wir Nordhessen hier noch nie. Gerade in den Bereichen hier im Nordkreis, im Waldecker Kreis, ist oft die Milchwirtschaft neben
Ackerbau das große Thema. Und wenn Gemüse angebaut wird, dann ist das bei uns hier Waldecker Südfrüchte oder Kohl. Ja, oder eben vereinzelt Selbstversorgung. Selbstversorgung, sowas, aber nicht auch für den Kartoffeln Markt. Sind nicht so das große Thema hier. Ja. Waren es auch nie eher in der Selbstversorgung. Nichtsdestotrotz, der Verbraucher geht in den Laden und steht vor hohen Preisen. Ja. Der Landwirt geht aufs Kornhaus oder zum Landhandel und steht vor hohen Preisen, nämlich wenn es um Rohstoffe geht, sprich Dünger, Treibstoff. Jetzt, wir sind mitten in der Ernte, ja. Also die fahren nicht mit 2 Litern pro Stunde durch die Gegend, die Maschinen, und die müssen in den 3-4 Wochen Ernten rund um die Uhr laufen, aber der Landwirt kann den Preis, die Preiserhöhung, die gestiegenen Kosten nicht unbedingt 1:1 weitergeben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich habe ja eben schon gesagt, wir sind das schwächste Glied in der Kette. Der Lebensmitteleinzelhandel kauft im Zweifelsfall da, wo es billig ist. Und wir haben aber hier immer höhere Auflagen, die wir erfüllen müssen, die der Verbraucher aber so nicht bereit ist zu honorieren. Der Lebensmittelhandel kauft nicht da, wo es billig ist. Der Lebensmittelhandel oder die großen Konzerne diktieren den Preis. Dazwischen sitzt noch ein Zwischenhändler, der verdienen möchte. Und ganz unten ist eben der Landwirt. Oft wird gesagt, der Verbraucher ist schuld, weil er billig kauft. Nun hat der Verbraucher auch ein Problem. Er hat auch nicht mehr viel Geld in der Tasche. Das ist das Problem, ja. Man setzt ja dann auf regionale Vermarktung, aber auch da, gerade bei uns im Flächenkreis, der ländlich strukturiert ist. Wir haben ja nun nicht, wir sitzen nicht im Speckgürtel von Hamburg oder Frankfurt oder so. Da wird die regionale Vermarktung auch, das kann nur so ein Taschengeld nebenbei sein. Ne? Nur eingeschränkt möglich. Ne? Ja. Wir haben hier in dieser Hütte, die haben wir jetzt neu hier hingestellt, vor 14 Tagen ungefähr, oder? Kommende Wochen wollen wir es offiziell ein bisschen eröffnen. Und hier im Nachbarort ist ein junger Mann, der hat angefangen mit einem Mobilhühnerstall. Und das lief am Anfang sehr gut. Nun ist Corona, dann Krieg, viele Schwierigkeiten. Im Moment, das Geld sitzt nicht mehr so locker und er hat Schwierigkeiten, seine Eier vermarktet zu bekommen. Jetzt hat er gefragt, ob er die hier mit anbieten darf. Ja. So geht das aber gerade vielen. Ja, auch die viel gepriesenen, von der Politik oft gepriesenen Automaten, stellt ein Automat hin und verkauft euer Zeug. Auch das kann nur so eine Nebeneinnahme sein. Nebeneinnahme, und der Verbraucher ist sehr preissensibel. Beim Interview vorm Laden gibt er gerne an, ich bin bereit, mehr für Nahrungsmittel auszugeben, wenn sie einen höheren Standard erfüllen. Und das merken gerade insbesondere auch so die Biobetriebe, dass das, wenn das Geld knapp wird, nicht mehr der Fall ist. Ja, jetzt hast du ein schönes Wort gesagt, Biobetrieb. Bio ist nun in aller Munde, Biobetrieb. Aber das kann für die Landwirtschaft auch nur eine Nische sein, denn auch der konventionelle Betrieb, also der Milchbetrieb, der Getreidebauer, wir haben ja vielfältig, Landwirtschaft in Deutschland ist ja nun sehr vielfältig, auch der Fischwirt oder der Waldbauer, wenn sie konventionell betreiben, heißt das ja nicht, dass sie schlechter wirtschaften oder nicht umweltbewusster wie im Biobetrieb. Das ist so. Ich sag mal, regional ist in Anführungsstrichen ein Stückchen weit das neue Bio. Die konventionelle Landwirtschaft hier muss ja schon so hohe Standards erfüllen wie sonst eigentlich nirgends auf der Welt. Und der Verbraucher kann sich da eigentlich sehr sicher sein, dass er da ein vernünftiges Nahrungsmittel kriegt. Und viele sind eben jetzt nicht mehr bereit, mehr zu bekommen. Du sagst vernünftiges auch. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Wir wussten es schon länger, gerade im Bereich der Wurstproduktion sehr oft von den großen Herstellern Separatorenfleisch eingesetzt wird. Ist nicht, an sich nichts Schlechtes. Früher hatten die Metzger das mit dem Messer abgepult, heute geht es maschinell. Ja. Nur das Kilo Separatorenfleisch kostet zwischen 30 und 40 Cent. Ja. So, wenn ich jetzt noch 30% Trinkwasser in eine Wurst machen darf, ne,
und habe 30% Separatorenfleisch, dann wird der Schweinebauer oder der Rindermesser, der also jetzt für die Servalatwurst oder wie wir sagen, für die Stracke, seine Wurst nicht los, aber an dem billigen Zeug verdienen die Konzerne ja dann noch ein Schweinegeld, denn Wasser und Separatorenfleisch sind günstig. Das ist so, ja. Also ich bin schon dafür, dass alles von so einem Tier verwertet wird. Und korrekt. In dieser Form ist das sicher machbar, dass sich heute bei den Stundenlöhnen noch jemand hinstellt und mit dem Messer das abkratzt, das ist illusorisch. Wenn es dann aber eingesetzt wird, dann sollte es auch so deklariert sein. Ja. Also wir plädieren ja schon länger dafür, dass das, was in den Nahrungsmitteln drin ist, auch draufsteht. Und dass sich da auch dran gehalten wird. Ja. Ja, dass hier an jeder Hausecke irgendwo mal das Schwein geschlachtet wurde und dann an der Leiter gehängt wurde und jeder wusste, wie es funktioniert. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei. Und halbe Dorf die Wurstsuppe gekriegt hat. Ja, und die schönen Waldecker Schlachte essen mit allem drum und dran. Ja, und die Zeiten kriegen wir auch nicht mehr zurück. Das ist illusorisch zu glauben. Ja. Ja, aber trotzdem, das ist doch auch wieder so ein Punkt, wo du als Kreislandwirt doch manchmal einen Kopf schütteln musst und sagen, gut, 200 Gramm Wurst, 1 Euro beim Discounter. Und wenn man mal genau hinguckt, dann ist es eigentlich Separatorenfleisch und Wasser, ein bisschen Speck und Bindemittel. Ja. Problem, was wir ja auch haben, dass schon so ein kleiner Schlachthof wie zum Beispiel Mengringhausen dieselben Auflagen erfüllen muss wie ein Großschlachthof Tönnies in Reda-Wiedenbrück. Ja. In Mengringhausen wurden 13.000 Schweine im Jahr geschlachtet. Das machte Tönnies am halben Tag. Ja. Und dass ganz einfach ganz andere Kostenstrukturen dann da sind. Und so haben wir im Laufe der Jahre die ganzen kleinen Schlachtstätten verloren. Und hast du ein schönes Thema angesprochen. Wir im Waldeck-Frankenberg, ich sag mal, ein Landwirt mit 100 Großvieheinheiten, wie man in der Landwirtschaft sagt, also ich sag mal 100 Milchkühe, ist nicht die Regel. Also, oder da wird schon eng, was drüber geht. Der hat dieselben Auflagen zu erfüllen wie, ich sag mal, die frühere LPG Brunzener Ochse in Mecklenburg-Vorpommern, die nun 5.000 Kühe darum laufen haben. Das kann es ja nicht sein, oder? Nein. Weil die Bürokratie in der Landwirtschaft, wir haben es ja auch beim Ortslandwirte-Treffen gehört. Ich meine, wir haben ein Landwirtschaftsamt, das wirklich sehr für die Landwirte arbeitet. Nichtsdestotrotz, die Menge der Verordnungen, die Umsetzung der Flächenberechnung, der Flächenprämieauszahlung, wenn du da die schöne Walnussbaum auf die Weide pflanzt, kommen drei Mann raus und rechnen dir das Ding aus der Fläche raus. Obwohl das eigentlich einen offenen Unterstand darfst du auch nicht bauen in der freien Landschaft. Ja, also man wird schon arg gegängelt heute als Landwirt. Das ist definitiv so, ja. Ja. Und ich sag mal, ein kleinerer Betrieb, wo du die Größenordnung 100 Großvieheinheiten ansprichst, wir melken hier 80 Kühe plus Nachzucht, wir sind ungefähr in der Größenordnung. Ja. Wir müssen diesen bürokratischen Aufwand dann so nebenbei noch betreiben. Was heißt nebenbei? Naja, ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit Landwirten spreche, nebenbei machen sie auch Landwirtschaft und sitzen oft im Büro und gerade wenn Quartalsende ist, Halbjahresende oder das Jahresende ist, beschäftigen sich also mit Computer und Meldungen und das ist ja nun, ich meine, jede Partei verspricht Bürokratieabbau. Ich habe aber noch keine Verwaltung gesehen. Die wird auch nicht kommen. Die kleiner geworden ist und ausgerechnet die, auch über die EU, das war ja nun mal schon seit den römischen Verträgen so, dass die Landwirtschaft das erste Opfer der Bürokratisierungswut war. Ne? Ja, die Landwirtschaft ist ja in Europa das Einzige, was harmonisiert wurde oder alles andere ist ja irgendwo in den Staaten selbst geblieben. Da hat sich ja nichts dran geändert. Ne? Jetzt bist du ja Kreislandwirt. Daneben gibt es ja noch zwei Bauernverbände. Ja. Ob das in einem Kreis Sinn macht, müssen die Landwirte selber entscheiden. Das ist so. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass die beiden im Moment so harmonisch zusammenarbeiten. War nicht immer so. Das war früher nicht so. Da gab es schon Befindlichkeiten. Ja. Und
glaube, das ist viel wichtiger, wie das da jetzt oben drüber steht. Wir haben nur noch einen Kreisbauernverband. Ja. Ja, das ist die Frage, die sich der Laie stellt, macht Sinn oder nicht Sinn, aber es ist natürlich, und dann kommen wir wieder dahin, dass wir zwar ein Landkreis sind, aber wie gesagt, Nord und Süd kommen komplett unterschiedlich strukturiert und mit anderen Problemen behaftet. Nichtsdestotrotz erwartet man von dem Kreislandwirt natürlich, dass er sich hier im Upland, wie das hier so schön heißt, mit den Bergbauern zum Teil auseinandersetzt. Das ist jetzt nicht satirisch gemeint, denn in der Tat bekommen hier manche Landwirte Bergbauern Prämie. Auf der anderen Seite natürlich dann im Südkreis, wo der Nationalpark beheimatet ist und drumherum der Naturpark, also sehr eingeschränkt für die Landwirtschaft die Möglichkeiten sind, erwartet man vom Kreislandwirt dann schon ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Ja, also die Landwirte kommen dann schon auch mal auf mich zu mit diesen oder jenen Fragen. Wenn ich sie beantworten kann, dann tue ich das gerne. Und wenn ich sie gerade nicht beantworten kann, dann bemühe ich mich zumindest, Antworten irgendwo zu erfragen oder zu vermitteln dann. Ja. Ich erinnere mich an ein Gespräch in Bad Arolsen. Da war der Präsident des Waldbauernverbandes, hier vom Hessischen? Nee, von der Malzburg, nee, wie heißt er? Ja. Malnitz, nee. Nee, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja. Und vom Hessischen ist ja Prinz Anton hier. Der ist neu gewählt, genau, seit 2 Wochen oder 3. Naja, auf jeden Fall erinnere ich mich da, dass der neue Kreislandwirt dann mal so gesagt hat, naja, wir haben unsere durchschnittliche Betriebsgröße ist hier 50, 60 Hektar. Und sich dann bei dem Adligen ganz leicht die Mundwinkel nach oben zogen, der, wenn man dann mal geguckt hat, der hat 200 Hektar Wald alleine und 2500 Hektar Ackerland unterm Fluch. Ja. Also für den sind wir ja keine richtigen Landwirte hier, ne? Nein. Irgendwie Großgärtner. Nein, aber das zeigt, wie groß die Spannweite eben ist. Und wenn man als Kreislandwirt oder ob es der Bauernverband ist, man soll für alle dann eine Antwort finden. Das gelingt dann nicht immer. Ne? Jetzt wird natürlich oft auch von den Landwirten selber ihr Verband, auch der Bundesverband, immer mal wieder kritisiert. Auch der Kreislandwirt ist ab und zu mal Zielscheibe. Fehlt da auch bei den Landwirten das Verständnis, dass man eben nicht nur mit Milchvieh oder Getreide zu tun hat, sondern dass man eben auch mit dem Kleinschweinehalter zu tun hat, mit dem Hühnerzüchter, mit den Bergbauern. Wenn wir jetzt bundesweit denken, mal aus dem Kreis rausgehen, wir haben im Allgäu und Alpen immer noch Landwirte, dem bleibt gar nichts anderes übrig, als ihre 12 Reuzen in Anbindehaltung zu halten, weil sie irgendwo so ganz oben auf dem Berg wohnen mit wenig Fläche drumherum und das Ganze noch so schief. Und manchmal auch aus Landwirtkreisen kommt die Kritik, ja, wenn die in Brüssel oder in Berlin antichambrieren, die Lobby, die machen ja nur was für die Großen. Ist das so? Oder ist das nur ein Eindruck? Ich glaube, man kann sich nicht in alle Betriebsformen reindenken, wenn man nicht direkt damit zu tun hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir hatten einen Betrieb mit Schafen, von daher weiß ich, was das heißt. Und wir haben jetzt einen Betrieb mit Milchvieh. Ja. Ich kann mich nur sehr schwer reindenken in das, was ein Geflügelhalter, was ein reiner Ackerbaubetrieb, was ein deutlich größerer Betrieb für ernsthafte Probleme hat. Und tue mich vielleicht auch schwer, mich in die Situation reinzudenken, in den wirklich kleinsten Nebenerwerbsbetrieb oder der, du erwähnst es eben, den Almbauern, der mit 12 Kühen in Anbindehaltung noch arbeitet. Das ist unheimlich schwierig, sich da reinzudenken, oder? Ist auch für deine Berufskollegen, die, also ich sag mal, in den
ja, wie soll ich sagen, die alte Form der Landwirtschaft, traditionell Dreifelderwirtschaft, vielleicht auch vier, eine Brache, ein paar Kühe, ein bisschen Schweinchen, ein paar Hühner, in erster Linie Selbstversorgerüberschüsse an Landhandel abgegeben, die dann schon in die Betriebe, in die spezialisierten Betriebe, also nur noch Getreide, nur noch Milch, nur noch Mast reingewachsen sind, sich da schwierig reinzudenken, weil wie gesagt, traditionell gibt es eben auch noch andere Betriebe. Ja, und ich sag mal, die Landwirte sind ja in ihrer Ausbildung im Grunde genommen nur den Empfehlungen der Offizialberatung gefolgt, ja, sich zu spezialisieren, in dem Bereich dann vielleicht ein bisschen größer zu werden und dann effektiv arbeiten zu können. Ja, aber die jüngere Generation, die kennt das ja gar nicht anders. Nein. Die kennt also Frühjahr säen oder im Herbst säen und vielleicht noch Zwischenfrucht als Düngung und ansonsten dieses alles, ein Bauernhof macht alles und ein Bauer kann auch alles, also vom Pferd beschlagen über Schweißen, das gibt es nicht mehr. Ne? Nein, in dieser Form sicher nicht mehr. Wir sind, nur noch im Bauernmuseum. Wir sind mehr oder weniger schon Spezialisten geworden, das ist so. Oft ist schon Tierhaltung und Pflanzenbau nebeneinander noch. Ne? Also bei uns gehört schon noch Grünlandbewirtschaftung und auch Ackerbau dazu. Gut, aber wir würden ja für deine Milchkühe erstmal. Natürlich, ne? Aber den Raps, den wir produzieren, der wird schon verkauft, ja, okay, und wir kaufen dann das Rapsschrot wieder zurück. So. Also wir als verarbeiten jetzt nicht alles im Betrieb selbst, aber füttern dann eben das Rapsschrot schon wieder an unsere Kühe. Und genauso ist das mit Getreide. Wir haben es ein paar Jahre lang verkauft. Das hat da aber arbeitswirtschaftlichen Hintergrund, weil unser Sohn da noch in der Ausbildung war. Und ja, wir sind jetzt dran, dass wir das Getreide wieder selber verwahren wollen oder einlagern wollen und dann unsere Föderation darauf abstimmen. Ne? Ja, wenn man gerade, weil du Getreide gesagt hast, Getreidebauern sind heute oft auch Börsenspekulanten. Ne? Die waren Terminbörse in Chicago, da wird täglich reingeguckt und die können heute mit Call und Put besser umgehen wie mit der Mistgabel. Ne? Das ist definitiv so. Die größeren Ackerbaubetriebe, die vom Getreideverkauf leben, für die ist es ja viel entscheidender, sich auf diesem Parkett zu bewegen, wie oder es ist fast wichtiger, sich da auszukennen, wie mit der reinen Produktionstechnik. Ja. Ich sag mal, der richtige Verkaufszeitpunkt hat ja einen viel größeren Einfluss auf das Betriebsergebnis hinterher, wie die Arbeit, die man das ganze Jahr in das Produkt reinsteckt. Das ist so. Ja, wenn du sagst, die Arbeit das ganze Jahr, neben der Bürokratie und der Politik, hat der Landwirt ja noch einen Freund oder manchmal auch einen Gegner. Das ist die Natur. Ja, aber wir versuchen ja schon mit der Natur zu arbeiten, nicht dagegen. Ja. Das ist so ein Gegner. Nee, nicht dagegen arbeiten, aber manchmal arbeitet die Natur gegen den Landwirt. Das ist so. Dass sie entweder saufen die Äcker im Frühjahr ab oder trocknen schon im März aus. Ja. Das ist aber was, da können wir, glaube ich, besser mit umgehen wie mit der Bürokratie, die immer mehr Umfang annimmt. Ja. Das haben unsere Vorfahren ja auch schon ganz gut hingekriegt. Und gut, heute muss kein Bauer mehr verhungern, wenn die Ernte schlecht ausfällt. Nein, genauso muss kein Verbraucher mehr verhungern, wenn es hier in Deutschland mal knapp wird, wird zugekauft. Aber wenn wir bewusst unsere Produktion noch einschränken, dann sehe ich das schon sehr kritisch. Naja, die Produktion einschränken, das ist ein schönes Thema. Auch hier im Waldeck-Frankenberg wird das sicherlich Thema. In den Nachbarkreisen in Nordrhein-Westfalen wie Soest oder so ist es schon. Also man muss dazu sagen, jetzt müssen wir doch so das Ganze so ein bisschen weiterfassen. Hallo. Die Niederländer Bauern protestieren ja sehr radikal seit einiger Zeit, weil die niederländische Regierung nun bis zu 30% der Betriebe schließen will. Zum Teil mit Zwang, wenn es nicht anders geht. Droht mit Enteignung, ja. Ja. Jetzt muss man zwei Dinge natürlich im Hintergrund wissen. Der EuGH hat die Niederländer verurteilt, um das Stickstoff zu reduzieren.
Und das oberste niederländische Gericht hat dieses Urteil also bestätigt. Die niederländische Regierung ist quasi in der Zwickmühle, ein Gerichtsurteil umzusetzen. Sie kann ja nun kein, wenn man an die Gewaltenteilung denkt, kein Gerichtsurteil übergehen, nein. ignorieren. Jetzt ist 2021 die Bundesrepublik Deutschland genauso verurteilt worden. Das heißt, auch hier, auch bei uns im Kreis, wird irgendwann eine Verordnung kommen. Wir haben ja schon eine neue Gülleverordnung und, die besagt, also mein lieber Kreislandwirt, 100 Stück Milchvieh, da passt eine Fläche nicht zu, 70 tun es auch. Nur das kann es ja nicht sein, weil der Landwirt, nach meiner Meinung, und da würde ich gerne deinen dazu hören, ist zum Wachstum verdammt mit bei der jetzigen Landwirtschaftspolitik und bei der Preisgestaltung. Ja, wachsen um jeden Preis nicht hilft, um jeden oft, Preis, hilft eigentlich nichts. Und wenn ich das richtig mitbekomme, dann ist das schon so, dass die Größe alleine nichts dazu aussagt, wie hoch der Betriebsgewinn am Ende des Jahres ist. Das ist auch bei einem großen Konzern so. Ja, was wir Landwirte sehr kritisieren, das ist, dass diese Ausweisung von den sogenannten roten Gebieten, also da, wo die Stickstoffzufuhr deutlich eingeschränkt wird, dass das zum großen Teil auf Rechenmodellen beruht, beziehungsweise zum Teil auf Quellen, wo überhaupt kein Wasser mehr entnommen wird für den Verbrauch. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund betrachtet ist die Ausweisung der roten Gebiete ein ganz, ganz heikles Thema gerade. Ja. Und ja, aber betrifft doch, ob nun großer Landwirt oder kleiner Landwirt, den man nicht fragen will, betrifft alle. Betrifft alle. Wir hatten jetzt ja schon mehrere Änderungen in diesem ganzen Verfahren, was die Ausweisung der roten Gebiete angeht. Und verrückt an dieser ganzen Situation ist ja, dass zum Beispiel hier Fassberg ist nicht so weit weg, Wassereinzugsgebiet. Auf hessischer Seite ist das rotes Gebiet geworden, auf westfälischer Seite war es kein rotes Gebiet. Und das Ganze aber nicht wegen der Quellen, die in Fassbeck sind, sondern wegen einer Quelle, die in Köhlte ist. Okay. Und die Quelle in Köhlte wird zur Wassergewinnung, soweit ich weiß, gar nicht mehr oder nur in ganz, ganz geringem Maße überhaupt noch genommen. Ja. Und auf diese Grundlage oder dieses ist eben, was uns Landwirte sehr ärgert, dass naja, das so eben nicht geht. Also ich habe in der Schule ja nicht so richtig aufgepasst, bin trotzdem noch alt geworden. Ja. Stickstoff ist zum größten Teil in der Luft. 78%. So. Und der Stickstoff, der in den Boden eingebracht wird, wird zum größten Teil von Pflanzen verwertet. Ja. Also müssten wir doch über Nitrat reden und nicht über Stickstoff. Ja. Oder sehe ich das falsch? Bin ich da auf der falschen Bauernseite aufgewachsen? Nein, hier geht es schon um diese Form des Stickstoffs, um das Nitrat. Ja. Nitrat ist die Stickstoffform, die Pflanze aufnehmen kann. Ja. Alle anderen Stickstoffformen kann die Pflanze sogar eigentlich gar nicht übers Wurzelsystem aufnehmen. Ja. Und wenn zu viel gedüngt wird, also wenn es der Landwirt wirklich übertreibt, und es nachweislich von Seiten der Landwirtschaft kommt, dass da zu viel Nitrat im Grundwasser ist, dann muss der Landwirt natürlich reduzieren. Okay. Aber hier Fassbeck wieder als Beispiel, da ist seit 25 oder 30 Jahren besteht da eine Wasserkooperation. Ja. Die Landwirte werden von der Wasserwirtschaft sehr eng beraten, haben eine Biogasanlage gebaut, um diese Lagerkapazitäten auch für Wirtschaftsdünger zu haben. Und die Ausbringung des Düngers erfolgt dann nach Beratung. Und die Werte des Stickstoffs oder des Nitrats im Grundwasser, die sind kontinuierlich am Fallen. Ja. Also sind die Landwirte ja auf einem guten Weg. Ja. Und trotzdem wird dann gesagt, wir weisen ein rotes Gebiet aus. Und das unserer Meinung nach sehr willkürlich. Ja, und was kann der Landwirt dagegen tun? Oder was kann der Kreislandwirt dagegen tun? Was kann denn, ich sag mal, das Amt für Landwirtschaft hier, unser Fachdienst Landwirtschaft, bei allem Wohlwollen gegenüber den Landwirten, auch der Regierungspräsident, der aus dem ländlichen Raum kommt und viel Verständnis für
Die Landwirte ist letztendlich gezwungen, dann diese Verordnung durchzusetzen. Ja, das ist so. Wir können nur darauf aufmerksam machen, dass das, was hier gerade stattfindet, so nicht passt für uns. Viele Gesetze werden ja gemacht mit den Mehrheiten aus den städtischen Bevölkerungsschichten, die viele Zusammenhänge überhaupt nicht mehr kennen. Und da sehe ich es als Kreislandwirt als meine Aufgabe ein Stückchen weit an, dass ich die Politik versuche zu informieren. Ja. Wir hatten im Bundestagswahlkampf 4 Parteien hier bei uns auf dem Hof, haben versucht, denen zu erklären, wie Landwirtschaft funktioniert. Wir haben sie es verstanden? Nein. Also die hier vor Ort sind, da hat man schon das Gefühl, sie verstehen das teilweise. Ja. Aber wenn sie dann in die Parlamente zurückgehen, dann wird es schwierig, das umzusetzen. Ja, das ist, was man, glaube ich, auch immer vergisst. Du fragtest eben noch nach der Agrarverwaltung, also nach dem Landwirtschaftsamt, wie es landläufig ja so heißt. Ja, heißt ja, ja nicht mehr. Die sind weisungsgebunden, die müssen das umsetzen, was von oben kommt, genauso der RP. Also das sind irgendwo politische Entscheidungen und wir müssen sie umsetzen. Ja, deswegen, das, was ich ja bewusst gesagt habe, dass die bei allem Zuneigung zur Landwirtschaft und oft kommen die auch selber aus Betrieben, die da sind, die Verwaltungsangestellten und Beamten, sind denen die Hände gebunden letztendlich. Ja. Mit der Politik ist das halt so, und das hast du wirklich sehr schön beschrieben. Die nicken hier und haben ein vollstes Verständnis. Ja. So, und dann kommen die in einen Landtag mit so und so viel Abgeordneten und da sitzt der Südhesse, der natürlich seine Rosenbauern im Kopf hat und der Frankfurter, der an seine grüne Soße, an seine Großgärtnereien denkt. Ja, und dann ist immer der Kompromiss gefordert und wenn es in den Bundestag geht, ist es ja noch schlechter. Da ist nun egal von welcher Partei, da sitzen nun welche, ich weiß, dass der Heinrich Heidel mal der einzige Landwirt im Hessischen Landtag war und wie viele Landwirte wirklich noch im Bundestag sitzen, weiß ich auch nicht. Das ist, glaube ich, nur noch eine Handvoll, voll. Bei über 700 Abgeordneten. Ja. Und die sind dann meistens irgendwo so untergebuttert und dann kommt die Parteiraison dazu und das ist eben, das macht die Landwirtschaft nicht einfacher. Ja, und um es mal plakativ ein bisschen zu sagen, wir Landwirte stellen keine 2% des Wählerpotenzials mehr in Deutschland. Doch, aber bei Wahlkämpfen, da wird dann immer schön, wie wichtig der Ernährer der Bundesrepublik ist. Ja, aber dann müssten Sie das zwischen den Wahlterminen auch mal nicht vergessen. Und wenn man ganz alleine sieht, wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland, das ist ein viel größeres Wählerpotenzial. Ja, oder auch Rentner. Die Rentner sind dann mit Abstand das größte Wählerpotenzial. Ja. 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 Also, aber nichtsdestotrotz, Martin, lass mal den gerade noch vorbei. Ist er schon. Trotzdem, wer die Landwirtschaft weiterführt, wenn die Landwirtschaft von den Altvorderen übernimmt jetzt in diesen Tagen, der macht das ja nicht, weil er arbeitslos ist oder Langeweile hat, sondern Landwirt ist wie Jäger, Förster, Fischer, Berufsfischer. Das sind Leute mit Herzblut. Definitiv. Ohne Passion geht da nichts. Und die ja schon immer erkannt haben, ich kann meinen Betrieb ruinieren, weil ich meine Produktionsmittel in Anführung schlecht behandle. Das ist der Boden, das sind die Tiere. Oder ich kann nachhaltig wirtschaften. Jetzt hast du das Problem, wie viele deiner Berufskollegen, wenn der Milchpreis in den Keller geht, kannst du ja nicht, ich sag mal, Kuh Nummer 1748 bis 2522 von der Ohrenmarke in Kurzarbeit schicken. Den Rest lässt du Überstunden abbummeln und sagst so, jetzt 5 Stück bleiben in der Produktion. Ja. Das geht einfach nicht. Nein. Weil erstens wollen alle gemolken werden, zweitens wollen alle 100 fressen, ob sie produzieren oder nicht. Ja. Das macht die Sache nicht einfacher, ne? Nein. Industriebetrieb legt eine Linie still? Auf keinen Fall. Und im Moment erleben wir das auf erschreckende Weise.
Landwirte, die dann nicht mehr klarkommen zu diesen Konditionen, also wenn Preisdruck da ist, ja, die stellen die Produktion eventuell dann ein, aber die fangen nicht wieder an. Ja. Und gerade im Moment erleben wir das bei den Schweinehaltern, auch hier im Landkreis. Ja. Wir hatten in 2011 bei der damaligen Viehzählung noch über 12.000 Sauen hier im Landkreis. Ja. Wir haben jetzt keine 1.000 mehr. Ich kenne einige Schweinemastbetriebe, die haben gesagt, ich mache jetzt meinen Stall leer. Nun kann man denken, in der Schweinemast, das kann man mal ein Jahr machen oder zwei. Aber die Ställe werden ja nicht besser. Nein. Und wer zwei Jahre keine Schweine mehr hat, der fängt auch nicht wieder an. Nein. Und so ist das in vielen Bereichen. Ein Milchviehhalter, wenn wir jetzt sagen würden, wir stoppen unsere Produktion jetzt mal von heute auf morgen. Anhalten geht. Wieder ja, an, aber wieder kostet an, ein Schweinegeld. Wieder an den Start zu gehen. Ja. Bis eine Kuh, also das Kalb kommt auf die Welt, dann wird es als Rind aufgezogen, bis es dann das erste Mal kalbt, bis es dann Milch gibt, sind über zwei Jahre. Und für die Wollenkälber kriegst du auch nichts vom Geld her? Nein, das ist so. Ja, das ist so. Genau wie der. Deswegen, das ist ja unser Problem, dass wir eben unsere Produktion nicht anhalten können. Ja, du sagst, kann, aber ist natürlich. Ja, aber das ist dann meistens die. Fressen wollen sie trotzdem. Die endgültige Entscheidung, ja, zu sagen, ich höre auf. Ja, weil fressen wollen sie trotzdem, ja, und du kannst kein Jahr Milchkühe füttern und die Milch wegkippen. Und das ist ja so meine Befürchtung bei dieser ganzen Geschichte. Wir verlieren gerade viel zu viele landwirtschaftliche Betriebe, auch hier im Landkreis. Ja. Wir hatten bisher noch über 2000 Betriebe, aber ich glaube, das wird massivst zurückgehen. Und die große Politik hat es noch nicht verstanden. Mhm. Und die Regale sind ja bis jetzt auch weitestgehend nicht leer geblieben. Ja, gut. Weil wir dann irgendwo in der Welt zukaufen können, Martin, weil wir reich genug sind. Also, der Verbraucher ist manchmal träge und dösig, aber nicht doof. Ne? Ja. Wenn im Februar es heißt, es gibt kein Sonnenblumenöl mehr und jeder weiß, die Sonnenblume wird im Herbst geerntet, der zweitgrößte Sonnenblumenproduzent ist Frankreich und nicht hier. Weizen wird auch nicht im Februar geerntet, mhm, und in USA und Kanada und selbst in Deutschland liegen die Kornhäuser voll. Ne, und man verkauft ja so, dass man bis zur neuen Ernte erst wieder Platz hat. Also ja, der Zwischenhandel, der Landhandel. So, und Raps dasselbe, der wird auch nicht im Frühjahr geerntet. Nein, aber vieles wird eben eingelagert und nach an den Markt abgegeben. Genau. Aber wenn ich im Weihnachten rum erwarte, dass frische Erdbeeren da sind, dann ist dem Verbraucher schon. Nein, das meine ich schon. Ich meine, wenn ich für den Liter Sonnenblumenöl oder Rapsöl 7 Euro bezahlen muss, dann ist das Verarscherei. Entschuldigung. Ja. Ja. Also irgendwer macht sich die Taschen voll, aber genau das ist in der Vergangenheit eigentlich nie der Landwirt gewesen. Nee, deswegen, aber der Verbraucher weiß das, ja, nur ist schlecht. Ja, aber Selbstvermarktung immer noch, kommen wir nochmal da zu dem Thema zurück, wird ja auch gerade hier bei uns im Kreis mit viel Aufwand, auch mit Förderung propagiert. Mhm. Über die Automaten hat man gesprochen, ist nun nicht der große Renner, wo inzwischen auch jede Metzgerei dahinter gekommen ist, einen Automat aufzustellen und irgendwann kommt auch noch ein Supermarkt dahinter, dass du am Samstag oder Sonntag dein Obst und Gemüse ziehen kannst. Und dann wird schon schwierig, weil Fleischvermarktung sind, du hast angesprochen, wir kennen die Zeiten, wo im November, Dezember die Sau am Haken hing. Das Selbstvermarkten mit unheimlich hohen Auflagen verbunden ist, also selbst Schlachten. Der Weideschuss ist in Hessen nicht oder nur unter Nein, schwierig. Geht, also, aber ja, ohne Erlaubnis geht in Deutschland nichts. Da sind wir wieder bei der Bürokratie. Selbst die mobilen Schlachtereien, die es gibt, die benötigen da entsprechende, wo das eine ideale Geschichte ist. Ne? Ja. Kommen auf den Hof, es macht Peng und Nur mit den Auflagen, die damit verbunden sind, kostet so eine Schlachtung dann schnell mal 400 bis 600 Euro. Ja. Und wenn ich mein Tier abgebe, meine Großvieheinheit, also mein Rind oder meine Kuh, dann zahle ich einen Bruchteil davon. Ja, dasselbe gilt natürlich dann für die Milchbetriebe mit Käsereien, also selbst Käse zu machen, ja, hohe hygienische Anforderungen, auch die mobilen Käsereien, die es gibt, also es gibt im Siegen-Wittgenstein wohl eine, die auch ins Hessische fährt, aber die sind total überlastet. Ja.
Das heißt, dieses regionale Selbstvermarkten ist natürlich nicht unbedingt, oder man muss es anders sehen, kann man das als Türöffner für Verbraucher, für den Verbraucher sehen, gerade wie hier als Fremdenverkehrsregion, wenn man so regionale Märkte, Bauernmarkt mal ein Wochenende da hat, um für die Landwirtschaft zu werben? Also werben kann man damit definitiv, das glaube ich schon. Weil man kommt ja ins Gespräch mit denen. Ja. Wir hatten eingangs mal von dieser Hütte hier gesprochen. Ja. Und wir sind noch nicht so ganz fertig hier damit, aber hier soll schon ein Hinweis hin. Ja. Sollen uns die Verbraucher oder die Urlauber, die hierher kommen, ruhig ansprechen und dann würden wir auch unseren landwirtschaftlichen Betrieb zeigen. Ja. Denn ich glaube mal, dass wir es über viele Jahre versäumt haben, zu erklären, wie Landwirtschaft heute funktioniert und der Verbraucher das jetzt auch nicht mehr nachvollziehen kann und dass manche Entwicklung so gekommen ist, wie sie gerade kommt. Also hast du schön angesprochen, wenn du dir heute ein Kinderbuch anguckst über Landwirtschaft, da ist immer noch der kleine rote Traktor, der Bauer mit Strohhut, die dralle Bäuerin mit gut besuchter Bluse, die dann fröhlich im Garten ist, Hans das Pferd und Lotte die Kuh und zwei blonde Kinder, die die Hühner füttern. Das ist ja nun das Bild der Landwirtschaft, das Kindern vermittelt wird oftmals. Ja, und die dir solche Bücher auflegen, die kennen die Zusammenhänge auch schon nicht mehr. Ja, das ist... Und dann kommen solche Bücher dabei raus. Selbst in Schulbüchern wird die Landwirtschaft ja oft falsch dargestellt. Und das ist ein großes Problem. Ja, da gibt es auch hier im Kreis die Initiativen, dass also Bauernhöfe für Schulen und Kindergärten ihre Höfe öffnen, auch viel Zeit nehmen. Das kostet Zeit. Definitiv. Landwirtschaft zu erklären, zu zeigen. Und wenn ich heute einen modernen Laufstall sehe, ich erinnere mich an die Eröffnung des neuen Stalls in Dörnalshausen, wo es also, ich sag mal, das Einzige, was den Kühen fehlt, ist der Bulle, ne? Dass sie ab und zu auch mal Sex haben. Ansonsten ist ja alles dabei. Ne? Ist es zu heiß, werden sie besprüht. Der Futterroboter fegt denen also regelmäßig das Zeug dahin. Der Computer sagt, ach so, du hast so und so viel, du darfst heute noch mal ein Maul voll Kraftfutter. Und so gut geht es ja manchem Urlauber nicht im Hotel. Ne? Nee, das ist so. Ich sag mal, wir haben vor 25 Jahren mal einen Hundezwinger gebaut für unseren Hund, den wir damals bei den Schafen eingesetzt haben. Und da kam das Veterinär zufällig auf den Hof und war die Frage, ob wir denn wüssten, wie viel Platz so ein Hund braucht. 6 Quadratmeter. Ja, ein größerer sogar 9, beziehungsweise 2 Border Collies. Und eine Hütte und einen Windfang in der Hütte, ja, ich weiß. Mich hat nie jemand danach gefragt, ob ich denn wüsste, wie groß unser Kinderzimmer sein müssten für unsere 3 Kinder. Das ist so. Also von daher, das ist auch sowas, was in Deutschland nicht gut zusammenpasst. Ja. Bei den Menschen wird drüber weggeguckt und bei den Tieren wird es auf die Spitze getrieben. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ja, ich habe heute gerade bei den Kollegen einer Lokalzeitung gelesen, dass da ein Papagei, der so knapp die 80 ist und 20 Jahre mit einem zusammenlebt, das Veterinäramt auf einmal entscheidet, entweder ein zweiter dabei, aber ich glaube, so ein alter Papagei, der möchte keinen zweiten mehr haben, oder abzugeben, das wäre, also jeder, der sich ein bisschen mit Tieren auskennt, wenn einer so menschenfixiert ist, wäre das Todesurteil für den Papagei, der trauert, aber das ist halt Bürokratie. Das sage ich jetzt ganz bewusst und ich weiß auch, dass das Veterinäramt des Landkreises das Video sehen wird. Bei einem anderen Betrieb haben sie nicht so genau hingeguckt. Ja. Ne? Manches ist sicher Auslegungssache, auch von den Leuten, die da kontrollieren. Ja. Ich finde es grundsätzlich problematisch, wenn Tiere vermenschlicht werden. Ja, ich auch. Aber sagen wir, bei einem größeren Wurstbetrieb hat man eben nicht so genau hingeguckt wie bei einem einzelnen Papagei oder beim Hundezwinger. Das ist die Kritik, die ich mir auch immer wieder erlaube. Das ist dumm gelaufen. Wir haben hier eine Molkerei hier in Deinbritt. In Deinbritt ist ja der ganze Kreis, aber in Deinbritt meint nun das Upland. Ja. Die hat vor einiger Zeit angefangen mit "Ich bin der Chef", mit fairen Preisen für die Milch und baut nun
eine neue Molkerei mit modernen Produkten. Ist das etwas, sie was... Sie produziert auch schon in den neuen Gebäuden. Ja. Ist das etwas, was hier den Landwirten zumindest den Milchbauern eine gewisse Entlastung bringen kann? Aber die Kapazitäten sind natürlich auch beschränkt, ne? die aufnehmen können. Sind sehr beschränkt und ja, wir sind dann wieder irgendwo doch beim Verbraucher. Bei dieser Umfrage kam dann raus, der Landwirt soll, also ja, 80 Cent oder was ich weiß. Der Verbraucher ist gefragt worden, was wären Sie bereit für den Liter Milch zu bezahlen? Und was soll davon der Landwirt bekommen? Ja. Und da kam dann wohl bei raus, ungefähr 1,40 Euro wären Sie bereit zu bezahlen. Ja. Und der Landwirt soll ungefähr die Hälfte bekommen. Ja, so 60, 80 Cent. Ja, ich glaube, 58 Cent waren es ursprünglich. Ja. Und jetzt habe ich mal gehört, dass es auf 68 Cent angehoben hat. Ja, ja. Das Problem ist, dass der Verbraucher wieder sagt, ich bin bereit dazu und tut es dann an der anderen Seite nicht. Ich kenne eben einen Teil der Betriebe, die an diesem Programm mit teilgenommen haben. Und einer hat mir gesagt, von seiner kompletten Milchmenge, nein, die Obländer Bauernmolkerei hat ungefähr 120 Lieferanten. Ja. Davon haben ungefähr 15 Lieferanten bei diesem Programm mitgemacht. Und von diesen 15 Lieferanten sind 15-20% in diese Vermarktungsschiene reingegangen. Ja. Und wenn ich dann mit Verbrauchern in Paderborn mich als Beispiel unterhalte und die mir sagen, sie kaufen diese Milch, aber erst wenn sie kurz vorm Ablaufdatum preisreduziert wird, dann zeigt mir das, dass das in Einzelfällen vielleicht helfen kann, aber nicht für die große Masse. Ja. Ja, klar, ist der Verbraucher an der Stelle sicherlich gefordert. Der Grundgedanke war gut, keine Frage. Aber in der Umsetzung ist es eben enorm schwierig. Der Grundgedanke ist auch bei den vielen, was dich ja auch betrifft, hier dieser Wildwuchs an Labels. Ja. Den man in Deutschland hat und die meisten Labels sind ohne jegliche Bedeutung, so reine Marketing-Gags. Ja. Auch der Verbraucher ist ja überfordert damit. Komplett. Der weiß ja nicht, was dahinter steht. Ja. Ich sag mal, das einzige Tierwohl-Label ist das, dass der Verbraucher selber sieht, wenn er bei dir im Stall guckt, wie die Kühe gehalten werden oder Weidegang haben, wenn er bei einem Schweinebauern guckt, wo die Kühe nach außen gehen können, also die Schweine nach außen gehen können und Suhlbereiche und sowas haben und viel Grünfutter kriegen und die Hühner mit dem Hühnermobil durch die Gegend zotteln, was für eine Messerei schon wieder schlecht ist. Ja, ja, da geht es um die Eier. So, alles andere, gibt es irgendwie wieder eine Organisation, die zockt den Landwirt. Macht es ja übrigens auch mit Industriebetrieben. Für viel Geld ab und dann darfst du dich dann irgendein Clean Label nennen oder weiß der Geier was ohne jegliche Bedeutung. Nichtsdestotrotz, du sagst, der Verbraucher ist überfordert. Der Verbraucher ist ja auch überfordert, wenn er im Supermarkt vor der Kühltheke steht und dann 7 Sorten Milch sieht. Ja. Ja? Jetzt fängt das an, jetzt kannst du die gut und günstig nehmen. Die kostet, weiß ich gar nicht, im Moment 80 oder 90 Cent der Liter. Daneben steht dann die super teure Wein Stefan, ist aber dieselbe Milch, also 3,5 Cent kostet nur mehr. Das gleiche ist bei der Butter. Ja, die Molkereibutter in Deutschland ist gesetzlich geregelt, wie eine Molkereibutter beschaffen sein muss. Ja, und dann kommst du da von der grünen Insel, die kostet doppelt oder dreifache. Da ist der Verbraucher schon überfordert. Ne? Ja. Weil ich sag mal, wie Molkereibutter in Deutschland zu beschaffen sein hat, dafür gibt es ein Gesetz, das gibt es auch schon ziemlich lange. Ja. Und selber buttern, da sind wir wieder beim Selbstvermarkten. Ich glaube nicht, dass deine Frau sich hinstellte mit der Zentrifuge da. Sie hat es mal probiert, sie hat auch schon mal selber Käse gemacht, aber das ist... Also ich sag mal, das ist wichtig oder richtig, das geht für die Landfrauenmärkte, für die Regionalmärkte, wo man sagt, guck mal, da stelle ich mich hin und ich biete mal für das Wochenende mal meinen selbstgeschöpften Rahm an und meinen Pfund Butter, aber davon leben könntest du nicht. Hier, ich lade dich zum Getränk ein. Es wird nämlich langsam trocken bei mir. Ich würde dich einladen, du hast die weite Anreise. Ach, komm, such dir was aus. Musst du da Geld reinwerfen?
Der Kühlschrank geht so auf. Ach so. Die Kasse ist rechts daneben. Ah ja. Und klappt das? Ja. Bis jetzt. Was möchtest du denn? Ja, gib mir mal eine Apfelschorle oder sowas. Apfelschorle? Naturradler, Naturradler. Ach ja. Dankeschön. Und ich nehme einen Naturradler. Und ich ja. Das ist aber wirklich schön hier, gut gemacht. Wo sind die Eier? Im Kühlschrank. Okay. Ah, da. Ja, super. Das ist wirklich super. Das ist wirklich super. Nein, wir haben da auch ein Gästebuch liegen. Da haben sich auch schon ein paar eingetragen. Ja, jetzt hier, die, als wir hier angefangen haben, diese Gäste, die da waren, kamen die hier aus der Region? Nö, ne? Nee, die erzählten, dass sie aus Marburg-Gießen da unten irgendwie herkommen. Ja, genau. Marburg-Gießen und die kannten dann einen... Den neuen Kreisbauernverbandsvorsitzenden, ja, das war ein Neffe von denen. Ja, ja. Ja gut, ich muss mich Martin, das, auch mal anders hinsetzen. Martin, das ist nun mal... Martin, ja, wenn wir hier im ländlichen Bereich sind... man kennt immer einen Landwirt, theoretisch, ne? Rein theoretisch, ja. Zum Wohl. Ja, war schön, dass wir, oder schön, dass wir uns da mal getroffen haben. Und ich finde das Gespräch eben auch über die Landwirtschaft ganz wichtig. Aber du sagst, kennt jeder einen Landwirt. Mhm. Das ist so. Wir hatten ja in 2018 hier im Dorf Dorfjubiläum. Ja, habe ich gesehen. Ich war oben auf dem Parkplatz. Giebringhausen ist 850 Jahre alt geworden. Ja. Und wir haben in diesem Zusammenhang gesagt, wir schließen bei uns die Stalltüren auf. Die Besucher dürfen auch gerne bei uns die Landwirtschaft sich angucken. Ja. Und gefühlt, ich habe noch nie so viel erzählt wie an dem Tag. Okay. Und war sehr gut. Was hier vom Dorf her auch auf die Beine gestellt worden ist, sehr gut angenommen worden. Und den Tag danach sind unsere Nachbarn nochmal die einzelnen Stationen abgelaufen. Ja. Unter anderem waren dann unsere Nachbarn dann nochmal bei uns auf dem Hof. Und dann hörte ich von unseren Nachbarn, ja, wir kennen euch zwar, aber was ihr hier macht, das wissen wir gar nicht mehr. Ja. Selbst hier im ländlichen Raum, in direkter Nachbarschaft, wissen nicht mehr alle, wie Landwirtschaft funktioniert. Ja gut, das ist, da kommen wir wieder, das früher der Dorfgemeinschaft, auch wenn sich die Bauern manchmal nicht grün waren, weil es um Daumen, ich sag mal, der Altbau war dann richtig unter der Erde, da standen schon drei Mann auf dem Hof und wollten den Acker kaufen. Da sind manche nicht sehr sensibel. Aber in der Erntezeit, wenn es ums Dreschen ging und so weiter, war ja oft diese gegenseitige Hilfe. Ja. Ich komme aus dem Ort, da wurde die Dreschmaschine regelmäßig, einmal hatten wir Maschinenschuppen, also einen Dreschschuppen, und ansonsten wurde sie bei den größeren Betrieben, die die Scheune dafür hatten, wurde die gestellt. Und da war das halbe Dorf war am Helfen. Es musste ja nun das Stroh weggeschafft werden, die Säcke mussten bis ans Gebläse getragen werden, weil die Scheunen oft extra standen oder so. Und dann kommen wir wieder zum Schlachten. Das Schlachteressen war das halbe Dorf dran beteiligt. Da war, ich sag mal, von zwei Schweinen war die eine Hälfte war ja schon, wurde ja einen Tag später, wenn du Wurst fertig war, gegessen. Ne? Ja, das ist ein Thema, weil du sagst, die Nachbarn wissen es nicht. Das ist auch ein Thema bei uns im Waldeck-Frankenberg. Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und anderen Naturnutzern. Insbesondere kommt das ja immer mal wieder zum Tragen, Feldwege oder Radwege, geteerte Feldwege. Und wo dann die Landwirte ja behindert, geschimpft, Gott weiß was werden. Hat man einfach schlicht vergessen, dass die Wege oftmals erstmal für die Landwirtschaft gebaut wurden, oft auch von den Landwirten zumindest, ich weiß nicht, wie es im Waldecker Teil ist, im Frankenberger Teil, oft von den Jagdgenossen noch mitfinanziert und den Rest hat dann die Kommune dazugegeben. Und nur weil da ein grünes Schild ist, Fernradweg, hat man ja da keinen Anspruch drauf. Ne? Ja, aber
Ich sag mal, der Egoismus in der Gesellschaft hat das schon ein Stückchen weit zugenommen. Bei uns durch den Ort geht der Diemelradweg, der hier oben im Upland irgendwo anfängt. Die Diemel entspringt ja, ja da in Usseln, die fließt hier durch den Ort und dann geht es bis an, ja, lang an der Diemel runter. Und wir hatten auch schon so ein paar Erlebnisse, wo dann Menschen, selbst wenn sie Platz hatten, uns aber mit dem Zeigefinger gedroht hatten, was wir uns erlauben, auf den Wegen rumzufahren. Ja. Das verkennt von solchen Leuten schon, wie du eben schon sagtest, den Hintergrund, wie sind die Wege entstanden, wer hat sie bezahlt und wer pflegt sie und sowas. Und aber das sind aber gar nicht Fremde, oft noch mal auch Einheimische, ja, aber die glauben. Es sind eigentlich wenige. Ja. Ne? Aber die wenigen, die fallen dann natürlich immer sehr negativ auf. Ne? Ja. Eine andere Geschichte ist, wenn man so mal der Wiesenforen durchgeht oder sozialen Medien, Konflikte Landwirtschaft mit, da latschen die Leute in der Frucht rum. Früher gab es eine Ohrfeige dafür als Kind. da wird auch mal schnell die Campingdecke auf der ungemähten Wiese ausgebreitet und der Grill daneben gestellt. Und weil das so schön romantisch ist, da hinten plätschert ein Bach und links sind zwei Pferde und rechts ein paar Kühe. Und da macht die Familie da ein schönes Picknick auf der ungemähten Wiese. Meistens lassen den Hund auch noch reinscheißen. Ja. aber das sind und wenn sie wieder abrücken, lassen sie den Einweggrill auch noch stehen. Ja, und der Landwirt Müll. Kann den Müll wieder entsorgen. Ja. Aber das sind ja nun Konflikte, die es auch bei uns in der Region gibt. Ne? Definitiv. Wir sind ja hier in fremden Verkehrsregionen. Ja. Und ich habe mich mit einem Ortslandwirt mal darüber unterhalten, der da oben in Willingen zu Hause ist. Und wenn dann so Wanderer unterwegs sind und quer durch die Wälder gehen und auf einmal stehen sie vor dem Weidezaun, dann wird der Weidezaun aufgemacht und nicht dann mehr wird da durchgegangen und die Tore bleiben offen. Ja, das ist eben die Natur, gehört nicht allen. Irgendwem gehört das dann schon und da wird oft zu wenig Rücksicht drauf genommen. Naja, das Problem ist ja immer dann, man kann ja auch über die Weide gehen, wenn es die Kühe oder Rinder zulassen. In der Mutterkuhherde würde ich es nicht unbedingt machen. Ja, aber das weiß ja ein Verbraucher oder ein Tourist eigentlich nicht einzuschätzen. Wie reagiert ein Tier, wenn ich durch so eine Weide laufe? Und wenn dann mal ein Unfall passiert, dann ist der Landwirt in Schuld, das passt nicht. Naja, deswegen sage ich ja, in der Mutterkuhherde wäre ich ganz vorsichtig, ja, weil aber es kann ja auch da ist der Bulle harmlos gegen eine Mutterkuh. Ja, ja, aber es gibt durchaus ja auch Bullen, die schon mal komisch reagieren, wenn da jemand in ihr Revier kommt. Ne? Ist aber auch, wenn man sieht, guck mal, wir haben ja inzwischen nicht nur schwarzbunte, rotbunte Höhlenvieh, wir haben natürlich auch hier diese Punks aus Schottland hier mit den großen Hörnern. Ja. Und die sehen ja sehr kuschelig und gemütlich aus. Und im Fernsehen, wenn man dann so eine Doku sieht, da geht also dann der Landwirt auf den Bullen zu und krault ihn. Kann er ja machen, der kennt ihn. Ja. Ja? Der Fremde, das ist nämlich die Aufgabe des Bullen, der Fremde, der hat dann völlig wegzubleiben. Ja. Und da fehlt es auch wieder so ein bisschen an der Aufklärung. Aber ich habe schon mal vor Jahren, als der Nationalparksbahnhof in Herzhausen eröffnet wurde, gab es da so Regionalmarkt, der jetzt am 18. September, glaube ich, wieder in Frankenau stattfindet. Ja. Mal angeregt, mal gefragt, warum tut man sich zum Beispiel nicht mit dem Nationalparkzentrum in Herzhausen zusammen, die haben einen wunderschönen großen Parkplatz, und macht da in der Sommerzeit so einen kleinen Bauernmarkt. Die Antwort war, wer soll das machen und wer soll das bezahlen? Da muss ich sagen, wenn die Bauern so denken, klar, ist Arbeit. Aber wenn da drei Wagen stehen mit, ich sag mal, Käse, Wurst, selbstproduzierter Wurst. Wir haben ja hier auch gerade du als Kreislandwirt weißt ja, wir haben ja große Selbstvermarkter. Das sind in Meineringhausen, der Hamel zum Beispiel. Wir haben Käseerzeuger hier aus dem Kellerwald und hier aus dem der Hügel, sagen wir, hier der
aus Ellershausen mit seinem Ziegenkäse. Ja, ja. Berg heißt er, deswegen Spitzname ist Hügel. Ja, ich kenne ihn aber persönlich nicht. Ja, der Holger. Wir haben ja alles da. Wir haben Fischräuchereien da, die selbst vermarkten. Die Upländer Bauernmolkerei steht ja nun auch auf jedem Dorf fest mit einem kleinen Stand. Ja. Wäre das nicht mal, wo man sagt, weißt du, wir Deutschen neigen immer dazu, eine Idee erstmal zu zerreden und so lange zu diskutieren, bis keiner mehr Lust hat. Und wir haben wenig Leute, die sagen, ja, mach mal doch mal. Ja, also wir hatten es eben schon mal, dass Direktvermarktung irgendwo die Nische bleiben wird. Ja. Und wir hatten es auch schon mal, dieses Thema wachsen oder weichen, dass die Betriebe mittlerweile oft eine Größenordnung erreicht haben, wo die Familienmitglieder arbeitsmäßig bis über beide Ohren in der Arbeit drinstecken und eigentlich keine Kapazitäten mehr frei haben. Mhm. Und wenn dann zusätzlich noch was kommt, dann wird es schwierig. Ja, jetzt muss man natürlich sagen, das kannst du sicherlich besser beurteilen, die Familienstrukturen auf den Höfen haben sich geändert. Es sind nicht mehr Generationen. Ja. Und die Kinder sind oft, ich sage immer, der Fluch des Abiturs. Man hat ja nun immer versucht, seinen Kindern das Bestmögliche an Ausbildung zu ermöglichen. Ja, und dann haben sie Abitur, dann studieren sie nicht unbedingt Landwirtschaft, sondern was anderes und sind natürlich weg. Ja. Das heißt, die fehlen auch. Ne? Ja. Die kommen vielleicht nochmal in den Semesterferien, nur wenn sie Urlaub haben, weil das so schön romantisch ist in der Ernte. Mähdrescher fahren oder Schlepper fahren, das machen sie alle noch gerne. Ja. Aber dann hört es auf. Ne? Ja, es geht ja dann schon noch ein Stückchen weiter. Meine Frau hat mal gesagt, sie wäre eine aussterbende Rasse. Eine Ehefrau, die Vollzeit im Betrieb mitarbeitet, neben der Hausarbeit. Ja. Ja. Die junge Generation, die jungen Frauen, die gehen oft ihrem eigenen Job nach, verdienen ihr eigenes Geld. Und wenn es dann noch gut geht, dann haben sie wenigstens Verständnis für das, was der Ehemann da macht in Sachen Landwirtschaft. Ja. Aber auch das ist manchmal dann schon nicht mehr da. Und das ist schon ein sehr großes Problem. Und wir haben eben auch über die größeren Betriebe gesprochen. Die haben natürlich gewisse Vorteile, was Kostenstrukturen und sowas angeht, sind aber schon sehr auf Mitarbeiter dann auch angewiesen. Ja. Das wird schwierig, ne? Das wird ganz schwierig. Also einen deutschen Mitarbeiter zu finden, der da bereit ist, das zu tun, die findet man nur sehr, sehr selten noch. Dann war mal für ein paar Jahre der polnische Mitarbeiter gefragt, der mittlerweile durch die Rumänen oder durch die Ungarn ersetzt worden ist. Ja gut, das ist ganz schwierig. Das sind natürlich auch hier die Saisonarbeiter. Ich weiß nicht, wie weit wir die hier haben. Nein, aber die größeren Milchviehbetriebe, die brauchen schon Mitarbeiter. Ja, und aber das sind aber ganzjährig dann Mitarbeiter, nicht Saisonmitarbeiter wie der Spargelbauer oder das ist ein anderes der Obstbauer im alten Land. Ja. Der hat eine bestimmte Saison und der braucht die und nach 6 Wochen ist der Fackelzug gelaufen. Ja. Auf der anderen Seite kommst du ja heute gar nicht mehr unter Lohn, auch hier bei uns in der kleinflächigen Landwirtschaft, in der großen sowieso im Waldeck-Frankenberg, ohne Lohnunternehmer kommst du gar nicht mehr aus. Ne? Nein, das ist so. Die Technik ist enorm teuer geworden. Ja. Und das ist auch die einfachste Art und Weise, die Arbeitsspitze zu brechen. Ich kann nicht das ganze Jahr irgendwo Mitarbeiter vorhalten, nur weil ich in der Ernte ein paar Leute mehr brauche. Ja, man kann auch keine 300.000 Euro für einen Mähdrescher ausgeben, der nur 3 Wochen im Jahr gebraucht wird. Ja. Ja, und Mähdrescher für 300.000 Euro kriegst du schon nicht mehr. Gebraucht. Nein, ich habe mich hier mit einem älteren Berufskollegen mal unterhalten. Der ist mittlerweile schon lange im Ruhestand, aber er sagt, er hat damals einen Schlepper gekauft für 11.200 D-Mark. Ja. 35, neu, ja? 35 PS Cormic mit Mähwerk, wie gesagt. Und das war der Weinreich. Ja, das kann schon sein. Und ja, wir haben vor 4 oder 5 Jahren einen neuen Schlepper gekauft. Der hat dann jetzt zwar 150 PS, aber der kostet dann auch 150.000 Euro mittlerweile. Ne? Naja, nur für den alten Cormic oder für den Masai Ferguson mit 32 PS, damals bei uns im Dorf der erste Schnellläufer, kostet da auch so 12.000 Mark. Da kriegst du heute als Oldtimer kriegst dasselbe Geld wieder.
Ja, ich glaube nicht, dass man die modernen Schlepper als Oldtimer noch sehen. Da ist nee, viel zu viel Elektronik drin. Also man, wir werden den Einkaufspreis nicht wiederkriegen. Wenn man diesen Schlepper jetzt an einen Oldie-Fan verkauft, kriegst du denselben Preis wieder, wie du ihn damals gekauft hast. Nur deinen natürlich nicht. Ne? Deinen kannst du auch nicht mehr mit Klasse 4 fahren. Wie, also ich weiß nicht, wie die Klasse heute heißt. Ja, heute Führerschein T. Das ist die landwirtschaftliche Zugmaschine bis 7,5 Tonnen oder so. Ja, und bis 60 Stundenkilometer. Ja, also Autobahnen dürfen wir nicht. Ja. Nee, Gewichtsbeschränkungen gibt es, glaube ich, noch nicht mal. Ach so. Ja, also, und ich weiß, also, ich komme ja selber nur vom kleinen Dorf. Schlepperfahren hast du als Kind schon gemacht. Wurde es auf der Heuwiese oder auf dem Acker, wurde es mit 6, 7 Jahren wurde es auf den Schlepper gesetzt. Der Gang wurde eingelegt, das Handgas wurde gezogen. Das Einzige, was du zu machen hast, ist geradeaus zu fahren. Das kannst du mit den Dingern heute gar nicht mehr. Das ist also. Ich frage ja immer, ob man einen Pilotenschein oder ein Kapitänspatent haben muss, wenn man sich da in das Cockpit setzt. Ne? Ja, es ist komplizierter geworden. Ja. Natürlich hat die moderne Technik auch gewisse Vorteile. Wenn man dann mit so einem Schlepper sehr genau parallel fährt bei der Düngerausbringung und so, dann ist das hochpräzise geworden mittlerweile. Ja. Aber ja, wann sind wir wieder beim Nitrat bzw. Stickstoff? Ich sag mal, wenn früher Jauche gefahren wurde, also wir reden nicht von Gülle, sondern es wurde ja schön getrennt zwischen Mist und Jauche. Da wurde hinten aufgezogen und dann platterte das aus dem Jauchefass raus und viel hilft viel. Wenn man heute, was auch immer vergessen wird, gesehen wird im Bereich der Gülle, wie genau dosiert das heute in die Erde gebracht wird. Das sind sehr teure Maschinen, nichts mehr hinten Lämmerschwanz und Pumpe und mach mal so 2 Zentimeter Mist auf die Wiese. Das sind richtig teure Maschinen. Ne? Ja, und also wir haben in Gemeinschaft ein Güllefass gekauft mit Schleppschuhvorteilen, also dass das in Streifen auf dem Grünland oder auf dem Ackerland abgelegt wird. Im Ackerbau ist das jetzt schon Vorschrift, so ein Fass einzusetzen. Im Grünlandbereich gibt es eine Übergangszeit bis 2025. Dieses Güllefass kostet ungefähr 100.000 Euro. Und dieses Güllefass hat auch eine Größenordnung, dass du einen Schlepper davor brauchst, der mindestens 150 PS hat. Also 5 Tonnen, 5.000 Liter mehr? 10.000? Nein, das sind 14.000 Liter. 14.000 Liter. Mit einem 15 Meter breiten Gestänge. Und das ganze Gespann ist noch nicht mal übertrieben groß. Viele fahren mit 18 oder 22 Kubikmeter und dann bewegen wir uns auch irgendwo in so Bereichen zwischen 30 und 40 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht des kompletten Zuges. Ja, ganz schön viel für Kacke. Ja, ja, aber das ist wieder so, die Landwirte, die übrig geblieben sind, müssen viel leisten in der kurzen Zeit, die sie zur Verfügung haben. Irgendwo müssen sie auch noch Mensch bleiben. Aber weil wir nochmal, ich möchte gerne nochmal auf die Gülle zurückzukommen. Es gibt immer wieder Versuche von nordrhein-westfälischen, niedersächsischen, aber auch niederländischen Berufskollegen von dir, die versuchen, ihre Gülle hier bei uns unterzubringen. Ja. Das führt zu zwei Dingen hier bei uns auf dem Land in Waldeck-Frankenberg. Einmal versuchen die natürlich, weil die können ja, du kannst, also ich sag mal, die Betriebe, die keine Viehhaltung haben, die können die gut abnehmen, weil die brauchen den mineralischen Dünger ja auch. Ja, kann eben auch der tierische Dünger sein. Ja. Und aber sie versuchen natürlich auch Land zu pachten, um Mengen unterzubringen, die nicht mehr so ganz sind. Das versaut natürlich die Preise. Definitiv. Ja. Nun sind wir hier im Landkreis ja, was den Viehbesatz insgesamt angeht, nicht sehr hoch. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht mal eine Großvieheinheit auf dem Hektar, 0,6 oder sowas. Ja. Die Zahl ist aber jetzt nicht sicher, die weiß ich nicht so hundertprozentig. Es gibt aber Regionen, da ist der Viehbesatz bei 2 bis 3 Großvieheinheiten pro Hektar. Ja. Und der Gülleeinsatz pro Hektar ist ja reglementiert. Wir dürfen ja nicht mehr wie 170 Kilo Stickstoff pro Hektar ausbringen aus Stallmist oder Gülle. Ja. Also das ist ja schon länger so, da können wir auch mit leben. Nur die Betriebe, die dann in der Flächenausstattung sehr knapp sind mit sehr vielen Tieren, die müssen natürlich die Gülle loswerden. Da wird ein Problem, was die eigentlich haben, in unsere Region verlagert. Mhm. Wobei ich durchaus den Ackerbauer verstehen kann, der sowas dann zukauft, finde ich dann mindestens so gut, wie wenn er Mineraldünger zukauft. Ja.
Es ist ja ein wertvoller Dünger und kein Abfallprodukt. Natürlich. Ne? Ja, das wird eben auch immer vergessen. Deswegen habe ich gesagt, Jauche und Mist wurde früher auch ausgebracht. Ja, und ohne den Misthaufen keine Kartoffeln. Ne? Und wir müssen ja jetzt dokumentieren, wie viel wir auf welche Fläche ausgebracht haben. Ja. Und früher der Landwirt, womöglich noch zu Zeiten, wo das mit dem Pferd ausgebracht wurde, da wurden die hofnahen Flächen mehr bedacht, wie die, die weiter weg waren. Ja, je nachdem, wie alt das Pferd war. Ja, dann, und wie schepp die Äcker waren. Das ist schon so. Ich habe mal eine Weile im Wasserschutzgebiet Nitratproben gezogen, so zwei, drei Jahre. Ja. Und dann habe ich mich mit jemandem unterhalten, der das sich auskannte. Und der sprach dann davon, auf solchen speziellen Flächen vor 30 Jahren, bevor die Beratung da so intensiviert wurde, gab es Flächen, die hatten dann Nitratwerte von über 80. Ja, jetzt, ich sag mal, mit dem Nitrat, wir haben natürlich auch es dauert eine Weile, bis Messergebnisse wirklich verifizierbar sind. Definitiv. Wenn man bedenkt, dass wir bis, weiß der Geier wie lange, aber inzwischen macht die Straßenbauverwaltung, glaube ich, 1 Gramm pro Quadratmeter, wenn sie die Straßen streuen mit dem Salz. Und früher, gib ihm, hilft viel. Ja. So, und das ging in den Chausseegraben, wie wir hier im Waldeck sahen, und vom Chausseegraben ab in den Bach und irgendwo in den Trinkwasserbrunnen, weil der 5 Meter neben dem Bach war und durch das Kiesbett gefiltert wurde und so weiter. So, das sind so Sachen, es ist ja nicht immer nur die Gülle. Definitiv nicht. Es ist ja auch das Thema zum Beispiel undichte Kanalisation. Zum Beispiel, wir haben Kanäle, die sind oder was zum geht Teil 100 hier, Jahre alt. Wir haben hier Klärteiche in Giebringhausen, was geht da durch, wenn ein starken Regenschauer kommt oder sowas? Dann wird es ja in dem Maße gar nicht gereinigt. Ne? Ja, man darf nicht vergessen, gerade hier im ländlichen Bereich auf den kleinen Dörfern, wie lange hatte man Sickergruben, ne? 3 Kammer. Sickergruben und die wurden auch aufs Feld ausgebracht. Ja. Da kam einmal im Jahr der Wagen, pumpte die leer und dann wurden sie ausgebracht. Aber auch das ist ein wertvoller Dünger gewesen. Ich habe dem nicht widersprochen, aber das war so. Aber was dann, ich sag mal, aus der dritten Kammer rauslief, hat keine Trinkwasserqualität. Nein. So. Und in manchen Dörfern, in das im Bereich hier da unten, Niederasse, da ging vom Spülbecken der Küche ein Loch durch die Wand. Draußen war so ein altes Dach hinten, das lief direkt auf die Straße. Hm. Ne? Also Kanäle wurden ja erst hier für auch auf den Dörfern, wurden ja hier zum Teil erst in den 90ern gebaut oder später. Aber ich möchte noch einen Punkt, weil will ich dann auch nicht länger aufhalten. Ein Punkt ansprechen, wir haben Ackerflächen angesprochen. Einmal Ackerland ist Spekulantenland geworden. Ja. Ist das bei uns auch so? Teilweise. Teilweise. Was also wenn ein Landwirt hat rein theoretisch ein Vorkaufsrecht. Ja. Dasselbe Vorkaufsrecht oder sogar noch ein Stückchen drüber hat die Gemeinde. Ja. Und wenn ein Kaufvertrag unterschrieben ist, kann die Gemeinde sagen, wir steigen dafür ein. Ja. Ein Vorkaufsrecht haben auch die Naturschutzverbände. Ach so, das ist neu, das wusste ich nicht. Ja. Die sind aber mit den Landwirten auf einer Stufe. Okay. Nur die Gemeinde hat eben darüber hinaus, wenn ein allgemeines Interesse besteht, dann dürfen die das. Und wenn ein Nichtlandwirt, der viel mehr Geld zur Verfügung hat, auf die Idee kommt und will ein Stück rund um Boden kaufen, dann kann er sagen, ich bezahle den und den Preis. Ja. Wir hatten so einen Fall mal, da ist uns das dann angeboten, ob wir das dann kaufen wollten. Die Möglichkeit gibt es, wir hätten aber den Preis bezahlen müssen, den der Nichtlandwirt bereit war zu bezahlen. Ja. Und dann fällt 2-mal Grunderwerbsteuer an. Okay. Denn, um in den Kaufvertrag abzulösen, kommt die Hessische Landgesellschaft, die kauft es erstmal. Da fällt das erste Mal Grundsteuer an oder Grunderwerbsteuer und dann kauft man es von der HLG wieder. Das zweite Mal. So, und das sind dann Kosten, die können viele Landwirte gar nicht bezahlen. Okay. Gerade wenn es dann so um etwas wertvollere Teilstücke geht. Wir hatten hier einen Jachtpächter im Nachbarort.
Da hat hier oben für ein Stück Ackerland, was zugegebenermaßen zu den besseren von Gibringhausen gehört. Wir haben nicht viel gutes Ackerland hier, aber der vor 20 Jahren schon 7 D-Mark für einen Quadratmeter bezahlt hat. Und das ist durch landwirtschaftliche Produktion nicht zu erwirtschaften. Ja. Eine zweite Geschichte ist natürlich, regenerative Energien sind nichts Neues, aber manche Landwirte oder Nachfolger von Landwirten haben Dollarzeichen in den Augen, wenn eine Windmühle auf ihrem Grundstück, auf ihrem Acker errichtet werden soll oder eine PV, also eine Photovoltaikanlage. Also sagen, das ist leicht verdientes Geld und ich muss mich nicht um die Fläche kümmern. Ich behalte die Fläche sowieso, die wird auf so und so viele Jahre verpachtet und ich kriege jedes Jahr deutlich mehr, als wenn ich da 50 Kühe drauf packe oder Weizen sehe. Das greift auch bei uns immer mehr um sich. Ne? Das ist so, ist aber politisch gewollt, von daher ist das schwierig zu ändern. Ja. Bei einer Windkraftanlage kann ich es noch ein bisschen besser verstehen, außer dass die Dinger nicht schön sind in der Landwirtschaft und ich nach wie vor das Problem der Energiespeicherung sehe. Ja. Flächen-PV-Anlagen sehe ich dann noch deutlich kritischer, weil der Flächenverbrauch noch viel, viel höher ist. Im Verhältnis zur erzeugten Energie, jawohl. Und es gibt noch viele Dachflächen, die keine PV-Anlage haben. Man könnte die ganzen Autobahnen überdachen, was weiß ich, Industriehallen. Da gibt es noch andere Möglichkeiten, ja, aber es ist eben einfacher, das auf die grüne Wiese zu bauen. Wenn du als Landwirt deinen Stall und dein Wohnhaus mit einer PV-Anlage versiehst und dann wird bei Sonnenschein, dann musst du schon mal rechnen, dass mittags um 70%, 60% abgeregelt werden und du deinen eigenen Strom ja nicht verkaufen darfst quasi, weil ich bei dir da eine Dreizimmerwohnung gemietet habe, darfst du mir den Strom nicht verkaufen. Den kannst du mir schenken, aber verkaufen darfst du mir nicht. Also das sind noch so ein paar Probleme, die zu lösen sind. Ist ja auch so, wir hätten hier eine Dachfläche, Südausrichtung, aber hier ist der Stromverbrauch auf dieser Parzelle relativ gering. Ja. Wir dürfen die nicht da hinten rüberleiten. Obwohl das keine 50 Meter sind und den Strom da hinten für unsere Milchviehhaltung verbrauchen. Weil es über öffentliches. Weil dazwischen Grundstücke sind, die uns nicht gehören. Ja. Das ist. Ja, aber das sind doch so Probleme, wo man sagt, wir sind ja hier in Diemelsee und die Großgemeinde Diemelsee war ja nun einer der ersten im Waldeck-Frankenberg, die mit reichlich Windmühlen gesegnet sind. Und die auch den Nachteil kennengelernt haben von Investoren, Windmühlen, nämlich so viel fällt ja für die Gemeinde gar nicht ab. Ne? Das ist, glaube ich, am Anfang Verhandlungssache. An die Gewerbesteuer oder so. Genau. Und da ist am Anfang hier, glaube ich, nicht drauf geachtet worden, oder zu wenig drauf geachtet worden. Aufgeachtet worden, das ist heute ein bisschen anders. Ja. Martin, Kreislandwirt. Wenn ich dich jetzt mal frage, wenn du noch mal vor der Entscheidung stehst, Schäfer oder dann Milchbauer oder mit deiner lieben Frau, wenn du vom von einem namhaften Gummihersteller aus Korbach kommst, zu sagen, och, jetzt so und jetzt fahren wir 3 Wochen an der Nordsee oder so, welche Entscheidung würdest du? Also nach wie vor Landwirtschaft ist einer der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Ja. Wenn man Landwirtschaften. Hallo. Ja, kommen Sie ruhig rein. Kommen Sie ruhig rein. Hat er. Hat er. Eben Tür aufgeschlossen. Wir hatten das eben schon mal am Rande. Wenn du Landwirt nicht aus einer gewissen Passion rausmachst, dann lässt es besser. Die Entscheidung stellt sich ja zum Beispiel jetzt für unseren Sohn, beziehungsweise hat sich gestellt. Wir hätten den Betrieb nicht umgestellt auf Milchviehhaltung, wenn der Sohn das nicht gewollt hätte. Ja. Ob wir es nochmal so machen würden, jetzt 5 Jahre später, da sind wir uns nicht zu 100% sicher. Wie viel Schafe hattest du? In der Spitze 250 Mutterschafe. Oh, war hier neben Möppel in Hillerschausen. Ja, den kennen wir auch. hier. Daran merkst du, man kennt sich aus. Ja, ne? Du bist schon länger im Landkreis unterwegs. Ja, der hatte mit meinem Vater zusammen die Schafe. Ja. Aus der Zaun. Der hatte, ich glaube, Möppel hatte so 200, mein Vater hatte 80 oder so. Ja. Der hatte die zusammen.
wie gesagt, wenn man den Beruf Landwirt nicht aus einer gewissen Passion rausmacht, dann lässt man es besser. Und ich bin nicht, oder wir, meine Frau und ich sind nicht die Typen, die irgendwo am Fließband stehen, und ich bin auch nicht der Typ, der gerne im Büro arbeitet. Also gut, das ist, ich meine, die Natur bestimmt deinen Takt. Bei dir bestimmen die Tiere den Takt, wenn die nicht zu ihrer, die haben ja eine innere Uhr, die Biester, und wenn die nicht zu einer bestimmten Zeit gemolken werden, gefüttert werden oder so weiter, dann hast du ja ein Konzert rundherum. Ja. Die mögen noch nicht mal die Zeitumstellung im Frühjahr und im Herbst. Und die Natur bestimmt deinen Takt. Wie gesagt, wir sind jetzt in der Erntezeit, da geht ja morgens einmal die Wetter-App und dann der Blick zum Himmel und dann das Bauchgefühl aus jahrelanger Erfahrung, wo man sagt, so, mach den Mähdrescher klar oder ruf an, ich mach den Schlepper klar, wir holen die Gerste oder den Weizen rein. Ne? Und dann hast du natürlich, gut, jetzt als Kreislandwirt, auch so einen reisenden Königshof hier, wo du durch die Gegend hast und vieles bei deiner Frau und deinem Sohn abladen musst. Definitiv. Weil man dieses Ehrenamt nun insoweit wichtig ist, weil man neben dem eigentlich der Vertreter der Landwirte von Waldeck-Frankenberg nach außen hin ist, in der Außenwirkung. Das Bindeglied zum Fachdienst Landwirtschaft. Überhaupt zur Verwaltung auch. Ne? Zur Verwaltung, aber auch das Bindeglied hier zu unseren regionalen Supermärkten, die ja inzwischen doch das ein oder andere Produkt aus heimischer, regionaler Produktion anbieten. Also es ist ein ganz weites Feld. Ne? Definitiv. Politik machst du auch noch? Nein. Gut. Ich wollte nur fragen, meine. Verbandspolitik. Also ich bin noch im Vorstand der Hessischen Waldbesitzer einer KSG. Ja, klar, das ist klar. Ja. Also bin im Landschaftspflegeverband mit dem Geschäftsführungsvorstand. Also das sind aber dann so da, Posten wie Kraftamt, das ein Stückchen weit sind. Ne? Ja, ja. Ja, also ohne eine intakte Familie dahinter funktioniert es nicht, die einem Rücken frei hält. Das ist definitiv so. Man ist manchmal schon auch Kummerkasten für Berufskollegen. Auch das ist nicht eine Tatsache. Das kann man manchmal besser wegstecken wie an anderen Tagen. Ja. Aber es ist auch ein interessanter Job. Und wie ich vor gut 3 Jahren gefragt wurde, nee, ist ja jetzt schon die letzte Periode, war ich erst Stellvertreter von meinem Amtsvorgänger und habe dann in der laufenden Periode haben wir gewechselt. Fritz Schäfer, ne? Genau. Ja. Wie ich damals gefragt worden bin, da habe ich mir zum einen nicht so wirklich klar gemacht, dass Fritz Schäfer das ja nicht mehr ewig macht. Denn der hat das sehr gut gemacht. Und das Zweite ist, wir hatten damals nur die paar Schafe. Jetzt 80 Milchkühe machen deutlich mehr Arbeit. Und wenn da die Familie nicht dahinter steht, die am Rücken frei hält, dann kann man das nicht machen. Das ist so. Denn wir hatten das schon mal, wenn irgendwo ein Termin ist, so Richtung Südkreis oder so, dann bin ich schon mal eine Stunde unterwegs, bis ich da bin. Ja, gut, ich kenne das. Ja. Ich kenne das. Ja, aber ist natürlich auch ich sag mal, Fritz Schäfer hat das wirklich sehr gut gemacht. Ist natürlich auch jemand mit, der im Laufe der Jahrzehnte, die er das gemacht hat, ein enormes Netzwerk aufgebaut hat. Und für die Landwirtschaft ist der Kreis Landwirt ja wirklich unabdingbar. Kummerkasten für die Landwirte, Bindeglied zur Verwaltung. Aber vielleicht auch mal jemand, der in Richtung Politik, weil die Verwaltung kann letztendlich nichts dafür, die setzen, oh gut, sie haben zum Teil Ermessensspielräume, aber vielleicht auch mal manchmal ein deutliches Wort der Kritik an manche richtet, auch an die Berufskollegen, oder? Man hat ja nicht nur die weißen Schafe im Beruf. Nein, definitiv. Beruf, ne? Das ist, ich sag mal, diese 0,5% schwarzen Schafe, die machen mehr ein Image kaputt, wie man mit viel Arbeit wieder versucht, gerade zu biegen. Ein fauler Apfel verdirbt die ganze Kiste. Ja. Das ist so. Martin, schön, dass du dir mitten in der Ernte Zeit genommen hast. Wir haben ja auch nun lang genug darum gehühnert, diesen Termin zu finden. Ja. Und du weißt, wir begleiten vom EDR die Landwirtschaft immer eigentlich sehr positiv und ich hoffe auch mit einiger Fachkenntnis, was man immer nicht so gegeben hat, zumindest mit offenen Ohren und Augen.
Ja, das nächste wird sein, wenn die Ernte abgeschlossen ist, der Regionalmarkt. Ne? Ja. Und dann geht es eigentlich schon aufs Erntedankfest zu. Ja. Dann ist das Bauernjahr schon rum. Ne? Kann man das heute noch so sagen? Nee, ne? Also die Betriebe, die mit Viehhaltung arbeiten, die haben das ganze Jahr irgendwie rund um die Uhr ja Arbeit, da ist dann nicht abgeschlossen. Aber natürlich sind wir nach wie vor dankbar dafür, wenn wir eine gute Ernte gemacht haben. Ja. Denn das ist ja Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt dann Landwirtschaft betreiben können weiter. Ne? Prima. Martin, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe den nicht allzu lange aufgehalten. Die arbeiten, ja auch ohne mich. Ich höre sie nicht arbeiten, also das ist gefährlich. Martin, vielen Dank. Können wir gerne wiederholen, wenn du das mal möchtest. Machen wir auch gerne. Ja. Gibt eine Organisation, die heißt One Tent Night. Also nicht One Night Stand, nee. One Night Tent. Da bieten Bauernhöfe in ihren Gärten, weil das Zelten in der freien Natur in Deutschland ja bis auf wenige Ausnahmen zwischen mit den Tängen, die Möglichkeit, hier ihr ein-, zwei-Mann-Zelt aufzuschlagen für geringe Gebühr. So weit haben wir noch nicht gedacht. Wir haben erst mal gedacht, wir wollten einen Anlauf. Ich sag dir das generell nur, weil das ist ja auch, ich habe mal dem in Habshausen, dem Büchsenschütz beziehungsweise, dann dem Schöneweiß, der ja auch noch so ein bisschen Landwirtschaft hat. Ja. Ich sag, Mensch, dem habe ich die Adresse gegeben, da gab es eine holländische Firma, die stellt auf den Bauernhöfen Luxuszelte auf. Mhm. Also tippiform mit, ne? Mit allem Schickimicki. Brauchst du dich noch nicht mal um die Toilette zu kümmern. Mhm. Und der Landwirt kriegt dann hier irgendwas so 10, 15 oder 20% von was sie bezahlen. Da kostet die Nacht aber 80 Euro. Ja. So. Vielleicht verdient es Geld. Ja. Nur, das ist Waldeck-Frankenberg. Bis du da einen dazu überredet hast, da mal drüber nachzudenken. Ja. Weißt du? Also so weit haben wir noch nicht gedacht. Wir dachten erstmal, wir wollten einen Anlaufpunkt hier schaffen. Ich finde das klasse. Ich finde das wirklich super. Ich finde das ganz toll.